Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier beim Firecamp in Kroatien. Ich bin heute in der Frühschicht auf der Feuerwache eingeteilt. Das bedeutet, dass wir heute ein bisschen Zeit haben, ein bisschen Freizeit haben, um uns mal das Gelände hier an der Wache anzuschauen. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Los geht's! Das hier ist der Eingangsbereich zur Feuerwache. Hier am Straßennamen ist es auch schon zu erkennen. Vatrogasna oder Vatrogasci ist ja so der Begriff für die Feuerwehr hier in Kroatien. Und die Straße wurde eben auch nach der Feuerwehr benannt. Und dann geht es hier direkt rein in das Gelände. Ist ein bisschen verwinkelt, auch hier ringsherum. Die Ausfahrt, auch mit den parkenden Fahrzeugen hier davor, ist jetzt nicht so ideal, nenne ich es mal. Aber es funktioniert. Man hat sich hier angepasst, dran gewöhnt. Hier auf der rechten Seite haben wir erstmal den Florian. Hier finden immer Gedenkminuten oder Andenken statt, diverse Veranstaltungen in diese Richtung. Dann haben wir hier auf der rechten Seite auch noch einen kleinen Unterstand, wo man sich aufhalten kann. Links den Bereich gucken wir uns dann erstmal an, ein bisschen später. Und das hier ist jetzt aktuell unser Aufenthaltsbereich, hier, wo wir uns im Sommer aufhalten. Ihr seht, es gab gerade Mittagessen. Das ist hier so der Bereich mit Wein ringsherum, wo man sich dann aufhalten kann. Genau. Und wenn wir hier rüber gucken, sehen wir hier den großen Turm mit einer Terrasse. Auf der Terrasse halten sich auch meistens dann die Einsatzkräfte auf. Da ist auch die Schichtübergabe. Und da in dem ersten Fenster befindet sich die Fernmeldezentrale oder die Nachrichtenzentrale mit einem Computerarbeitsplatz und einem Funkplatz. Und die Nachrichtenzentrale dort oben, das ist der zentrale Bestandteil hier, das wichtigste Element in dieser Wache oder eines davon, denn da ist der Draht zur Leitstelle da. Die Leitstelle wird hier im Alarmfall nicht Funkmeldeempfänger alarmieren, sondern es gibt dann hier einen Anruf. Es gibt hier ein Telefon, das ist sowohl in der Nachrichtenzentrale vorhanden als auch unten in der Garage, in der Fahrzeughalle. Das hat einen speziellen Klingelton, das ist so ein richtiges altes Klingeln, wie man es früher auch von alten Telefonen mit Wählscheibe noch kennt, mit so einer Glocke. Und dann wissen alle, oh, die Leitstelle ist dran, und dann kann man auch in beiden Etagen rangehen und hat dann den direkten Draht zur Leitstelle, um dann Alarme, Einsätze anzunehmen oder wichtige Absprachen zu treffen. Dafür ist der Fernmelder da oben da, der hat die Aufgabe, den ganzen Tag hier das Funkgeschehen und Telefon im Auge zu behalten und das Ganze hier ein bisschen zu koordinieren. Und ansonsten sind insgesamt so 3 bis 4 Kameraden der kroatischen Feuerwehr dauerhaft hier da. Den ganzen Tag über halten die sich hier auf. Sind immer noch freiwillige Feuerwehrleute, die den Sommer über aber hauptamtlich hier beschäftigt sind. Die gehen sonst einer normalen Arbeit nach als Hauptjob und machen das in den Sommermonaten eben hier hauptamtlich, bekommen eine Aufwandsentschädigung dafür, dass sie hier ihre Schicht auf der Wache verbringen. Dazu gehört dann, dass er gerade jetzt zum Beispiel renoviert wird. Deswegen können wir jetzt auch nicht groß da drin in dem Sozialtrakt filmen, weil da gerade alles auseinandergenommen wurde und man da gerade renoviert. Das machen die auch alles in Eigenleistung. Ansonsten werden die Fahrzeuge gepflegt oder Patrouillen gefahren und so weiter. Da werden wir euch sicherlich in den nächsten Tagen noch ein bisschen mitnehmen und ein bisschen was zeigen können zu den Aufgaben, die ja tagsüber so anfallen. Aber nochmal auf die Schichten zurück, denn wir werden jetzt dieselben Schichten auch durchführen wie die Kroaten. Wir von der Deutschen Feuerwehrhilfe, unser Team hier, das sind ja auch 12 Leute, wir haben uns jetzt in 3 Schichten eingeteilt und werden dann immer Frühschicht, Spätschicht und einen Tag frei machen in der Reihenfolge und werden dann so rotieren. Und dann sind wir auch jeweils um 8 Uhr beginnt dann die Frühschicht. Kurz vorher ist man dann da, macht hier die Schichtübergabe und um 15 Uhr fängt dann die Spätschicht an. Die geht bis 22 Uhr und dann beginnt die Nachtruhe und den nächsten Tag fängt das wieder von vorne an. So läuft das jetzt ab hier und das haben wir jetzt auch schon die ersten ein paar Tage gemacht. Allerdings mit der Bemerkung, dass es noch keine großen Einsätze gab. Ein paar Sturmeinsätze waren schon, ein paar kleinere Sachen, aber ansonsten ist es ruhig geblieben. Das werden wir mal schauen, wie es sich in den nächsten Tagen entwickelt. Heute ist ja wieder richtig sonnig. Es ist wieder ein bisschen Waldbrandwetter jetzt. Schauen wir mal, wie das in den nächsten Tagen sich gestaltet. Aber wir kommen mal zurück zu dem Gelände. Also ihr seht da oben den Turm mit der Fernmeldezentrale und rechts die Terrasse. Bei der Terrasse geht eine Tür rein und da kommt man in den Sozialtrakt dann mit einer Küche und mit Schlafräumen. Viel mehr ist es dann letztendlich gar nicht. Und dann geht es hier weiter. Hier seht ihr, die Fahrzeuge stehen alle draußen.
Das ist in Kroatien tatsächlich auch normal, dass die Fahrzeuge draußen stehen, denn ihr seht es an der Fahrzeughalle, so viel Platz ist hier gar nicht. Dort sind nur drei Tore insgesamt und davon zwei, die für die Fahrzeuge nutzbar. Und die Fahrzeuge sind auch wesentlich größer, als die Fahrzeughalle ist. Deswegen steht das hier draußen Tag und Nacht und wohl auch im Winter. Ich weiß nicht, wie sie es dann machen, wenn es doch mal Frost gibt, aber so ist das hier üblich. Genau. So, ich bin jetzt hier oben, wo die Fernmeldezentrale ist. Da gehen wir aber, wie gesagt, nicht rein, weil da jemand sitzt und arbeitet. Aber ich wollte den Blick von der Terrasse mal zeigen. Man hat ja einen super Blick auf die Stadt, sieht da hinten auch das Meer, den großen Kirchturm und hat auch einen kleinen Blick auf den Hafen da. Wirklich eine schöne Aussicht. Hier kann man abends gemütlich sitzen oder stehen und sich gut gehen lassen. Und in die Tür, wie gesagt, geht es in den Sozialtrakt, wo wir jetzt aber auch aufgrund der Baustellensituation erstmal nicht hingehen. Aber wie gesagt, sehr schöne Aussicht hier. Und da kann man sich auch ein bisschen gut gehen lassen und die Zeit vertreiben. In der Halle hier steht normalerweise noch ein Geländewagen. Hier sind auch die Umkleidemöglichkeiten untergebracht. Und wir sehen hier drüben schon in der zweiten Halle das Hilfeleistungs-TLF, wie auch immer man das nennen will, was hier mit eingeklappten Spiegeln dasteht. Denn, schaut mal hin, viel Platz ist da wirklich nicht mehr. Wenn der jetzt hier gerade rausfährt, das sind wirklich Zentimeter. Man sieht auch, dass hier was mit Panzertape schon befestigt ist. Das scheint also alles nicht immer gut zu gehen hier. Ist wirklich eine Fummelarbeit, hier aus dem Tor rauszukommen mit dem Fahrzeug. Auch die Höhe ist recht knapp bemessen, aber es funktioniert. Und wenn wir hier gucken, ist es auch sehr eng. Auch das Einsteigen hier ist alles andere als UVV-mäßig zulässig. Aber in Kroatien hier muss es eben so gehen und es funktioniert auch. Ansonsten ist hier auf dem Platz auch noch der Bereich, wo auch die Jugendfeuerwehr dann immer trainiert. Das haben wir auch einen Tag mal vom Balkon aus gesehen. Da ist jede Menge Platz da, dass die hier arbeiten können. Die haben da drüben auch einen Hänger mit dem ganzen Material, was die dann nutzen. Und ihr seht da hinten auch die Unterkunft. Das ist unser Häuschen, wo wir alle drin schlafen und uns aufhalten können. Also wirklich hier direkt an der Feuerwehr ideal gelegen. Und dann sehen wir da noch eine offene Tür. Da können wir jetzt auch nicht rein, weil da gerade jemand drin arbeitet. Das ist der Schulungsraum. Ja, ist auch ganz modern gemacht, haben die alles selbst renoviert, sieht sehr schick aus. Dann haben wir da noch die weiße Tür, eine Toilette und eine kleine Garage noch mit einer Werkstatt drin, wo dann noch Schläuche eingebunden werden und wo Dinge repariert werden. Und das war's schon, das Gelände hier auf der Feuerwache ist jetzt nicht so riesengroß, aber es reicht aus, um hier ordentlich arbeiten zu können. In einem der nächsten Videos werden wir dann auch mal auf die Fahrzeuge eingehen. Werden die uns mal genauer angucken, werde euch mal alles zeigen. Wir werden mal fragen, ob die uns die mal auf den Hof fahren können, dass wir auch mal die Rollos aufmachen können, mal reingucken können in die Autos. Denn das sind wirklich spannende Fahrzeuge hier dabei. Das hat mit den Normfahrzeugen aus Deutschland überhaupt nichts mehr zu tun. Hier geht man ganz andere Wege, setzt auf andere Konzepte auch. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Auch die Fahrgestelle sind ganz interessant mal. Da sieht man auch Fahrzeuge, die man sonst bei uns eher so nicht sieht. Deswegen Kanal abonnieren und dann verpasst ihr auch das nächste Video zu den Einsatzfahrzeugen hier in Nowy Winodolski nicht. Also bleibt dran und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin.